Bei mir ist der Jan Follett vom EAC Dübendorf. Jan Follett, der erste Eindruck nach dem Spiel. Wie ist das Spiel gelaufen für euch? Ja, es sind zwei sehr gute Mannschaften im Werk gewesen. Sehr hohe Pace, sehr schnelles Spiel, intensiv, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das ist jetzt das erste Spiel mit einem neuen Coach gewesen. Was hat sich verändert? Was war anders gewesen als noch bei den letzten Auftritt? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, so ein Trainerwechsel ist immer, vor allem im mentalen Bereich, eine spezielle Sache. Es ist etwas, was man nicht alltäglich erlebt. Und gleich hat es neue Winke, neue Impulse. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war einfach, dass wir Spieler gewusst haben, hey, jetzt sind wir in der Bringschuld. Also, die Vereinsleitung hat sich dazu entschieden, den Trainer auszuwechseln. Und jetzt ist aller Fokus auf uns. Also, wir müssen liefern, wir müssen Leistung bringen. Ja, es gibt irgendwie, wie soll ich sagen, es gibt einfach keine Ausreden mehr. Null. Okay, und jetzt schauen wir voraus. Am nächsten Mittwoch wieder Bülach zum zweiten Mal. Was nehmt ihr euch vor? Ich glaube, wir haben heute viele Sachen richtig gemacht. Wir haben einfach gespielt, wir haben eine hohe Pace angeschlagen. Ich glaube, das müssen wir mitnehmen. Einfach spielen, über 60 Minuten. Wir haben sicher noch ein paar Baustellen, die wir daran arbeiten müssen, die wir am Montag im Training anschauen und voller Energie gegen Bülach. Also Derby ist immer etwas Spezielles. Okay, herzlichen Dank und schönes Wochenende. Merci.